Meine Damen und Herren, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 22, den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend mehr Geld für Busse und Bahnen in Hessen, Rekordfinanzierung der Verbünde mit Landes- und Bundesmitteln 2017 bis 2021 gesichert, Drucksache 19-4275. Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und als Erstes hat sich für die BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Frau Müller gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! So viel Einsatz der FDP hätte ich mir ja bei der Finanzierung des ÖPNV auch gewünscht. Aber so haben es CDU und GRÜNE auch alleine hinbekommen. Die Streichpläne können in die Schublade, die Rekordfinanzierung für den ÖPNV, so die Überschrift in den Zeitschriften im November nach Verkündigung der Finanzierungsvereinbarung, ist gesichert. Und es ist wirklich eine große Leistung von vielen gewesen, dass wir diese Finanzierungsvereinbarung für die Jahre 2017 bis 2021 für die hessischen Verkehrsverbünde abschließen können. Denn ein gut funktionierender ÖPNV ist das Rückgrat der Mobilität und auch für die Menschen in dieser Region und in diesem Land. Der Sprecher des RMV verkündete bei der Finanzierungsvereinbarung, das ist wie ein verfrühtes Weihnachtsmärchen, denn die finanzielle Sicherung des ÖPNV bedeutet zugleich eine Sicherung von 40.000 Arbeitsplätzen im Verkehrsverbund. Da wir jetzt noch näher an Weihnachten sind, denke ich, ist es auch richtig, dass wir das hier im Landtag noch einmal gebührend würdigen. Letztes Jahr vor den Sommerferien, wer hätte gedacht, dass wir das zustande kriegen, haben wir darüber diskutiert, wie der Status quo im Ballungsraum und im ländlichen Raum überhaupt gehalten werden könnte. Wir hatten alle noch die Streikerfahrung der GDL im Kopf, das Verkehrschaos, das daraus folgte, weil die Eisenbahn nicht fuhr, auch die Sperrung der Schiersteiner Brücke, wo viele auf den ÖPNV umsteigen mussten, oder die Sperrung des Frankfurter Tunnels. All das hatte Auswirkungen auf den Verkehr und auch auf das Stauverhalten, weil man hat da ganz klar gesehen, ohne ÖPNV sind die Straßen dicht und es funktioniert überhaupt nichts mehr. Letztes Jahr im Sommer standen wir vor der Situation, dass wir das nicht genau wussten, wie es ausgeht mit den Regionalisierungsmitteln. Erstmals in dieser Legislaturperiode wurde der Vermittlungsausschuss angerufen, damit der Bund endlich seiner Verantwortung gerecht werden sollte, die Regionalisierungsmittel entsprechend den Bedarfen zu erhöhen. Lange Zeit war unklar, ob die Verbünde nicht Leistungen abbestellen mussten. Und das Land konnte ja nicht die Verantwortung des Bundes in voller Gänze übernehmen. Uns wurde immer wieder vorgeworfen, und Herr Schmidt hat es ja gestern in der Haushaltsrede auch noch einmal getan, es wäre ein Armutszeugnis, dass das Land kein eigenes Geld in die Hand nimmt. Aber jetzt halte ich es einmal sinngemäß mit Angela Merkel. Ich erkläre es Ihnen heute noch einmal gerne wieder. Angela Merkel sagte vor Kurzem, das Schwierigste, als sie von der Wissenschaft in die Politik wechselte, war, zu lernen, dass sie die Dinge so oft wiederholen muss, bis sie ihr aus den Ohren rauskommen, bis sie dann bei den Menschen ankommen. Deswegen mache ich das gerne, damit es auch bei der SPD und Herrn Schmidt ankommt. Denn es war ja völlig klar, solange der Bund nicht entschieden hatte, konnte auch das Land nicht über eigene Landesmittel nachdenken. Dann kam es letztes Jahr im Dezember endlich zur Einigung mit dem Bund. Durch gemeinsame Anstrengungen aller Länder, aber auch vor allem durch den Ministerpräsidenten Bouffier und Tarek Al-Wazir als Verkehrsminister. Dafür noch einmal herzlichen Dank, denn sonst hätten wir so ein Ergebnis nicht erreichen können. Die Einigung mit dem Bund war die Voraussetzung, um den Verbünden Planungssicherheit zu geben. Und es war allerhöchste Eisenbahn. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte es erhebliche Probleme gegeben. So wurde aber zumindest die Grundfinanzierung gesichert, 8,2 Milliarden Euro plus die Dynamisierung 1,8% ab 2017. Diese Mittel werden selbstverständlich von Hessen vollständig an die Verbünde weitergegeben. Und das ist nicht selbstverständlich in den Bundesländern. Sachsen tut es zum Beispiel nicht. Jetzt waren dann auch die Voraussetzungen geschaffen, zu überprüfen, welche Finanzierungslücken für die Bedarfe, die da sind, und dafür auszubauen, aber auch den Bedarf, Status quo zu erhalten, noch zu schließen sind. In langen Verhandlungen mit den Verbünden und den kommunalen Spitzenverbänden ist es dann gelungen,
die Finanzierungslücke zu schließen und eine für alle zufriedenstellende Finanzierungsvereinbarung für die Jahre 2017 bis 2021 auf den Weg zu bringen. Ich finde, das war eine großartige Leistung. Die Verbünde werden für die Laufzeit der Finanzierungsvereinbarung die Rekordsumme von 4 Milliarden € erhalten. Das ist eine Steigerung von 24% gegenüber der alten Finanzierungsvereinbarung. Das ist ein toller Erfolg für den ÖPNV, denn nur mit dem starken ÖPNV kann die Mobilität im Ballungsraum und in den ländlichen Räumen gesichert werden. Ohne Busse und Bahnen gäbe es noch mehr Staus auf den Straßen, und jegliche Idee der Verknüpfung von Rad-, Fußverkehr oder Carsharing, Park and Ride funktioniert nicht ohne das Rückgrat ÖPNV. Deswegen ist diese Finanzierungsvereinbarung ein Meilenstein in der Geschichte des ÖPNV. Daran haben alle mitgewirkt. Die Verbünde müssen ihren Teil leisten. Aber auch die Kommunen und die Kommunalen Spitzenverbände waren bereit, 105 Millionen € für die Laufzeit der Finanzierungsvereinbarung vorweg vom KFA zur Verfügung zu stellen, zusätzlich zu den 121 Millionen €, die jetzt schon aus dem KFA für den ÖPNV zur Verfügung gestellt werden. Aber auch das Land nimmt eigene Mittel in die Hand. Wir haben das versprochen, wir haben das geprüft, und jetzt liefern wir. Seit 15 Jahren nimmt das Land erstmalig wieder eigene Mittel in die Hand, 124 Millionen € für die Laufzeit. Ich denke, das ist kein Pappenspiel, das ist ein schöner Erfolg. Und noch nicht genug mit den Weihnachtsgeschenken. Zusätzlich dazu stehen im nächsten Haushalt für das Schuljahr 2017/18 jeweils pro Schuljahr 20 Millionen € für das Schülerticket, das ab nächsten Schuljahr kommen soll, zur Verfügung. Ich finde, da kann man zu Recht sagen, wir machen Hessen mobil. Wir reagieren damit auf das Mobilitätsverhalten der Menschen, die immer mehr Bus und Bahn fahren. Allein im RMV fuhren 2015 727 Millionen Menschen mit Bussen und Bahnen. An einem durchschnittlichen Werktag sind das 2,5 Millionen Fahrgäste. 2,5 Millionen. Allein die S-Bahn wird pro Tag von 500.000 Menschen genutzt. Diesen Menschen und natürlich auch denen in Nordhessen wird dies durch die neue Finanzierungsvereinbarung auch in Zukunft stressfrei möglich sein. Durch die Mittel des Bundes, der Kommunen und des Landes und der Fahrgeldeinnahmen gewähren wir auch in Zukunft ein zuverlässiges und gut ausgebautes Angebot. Auch die Verbünde arbeiten weiter an ihrem Weg zum Mobilitätsdienstleister. Alles in einer Karte, Carsharing, Fahrradverleih. Aber auch, wie Sie jetzt in der Zeitung lesen können, gibt es Ausbaupläne für Park- und Reitplätze für Autofahrer. Also auch die gesicherte Finanzierung lässt auch wieder Raum für Kreativität und ein Weiterentwickeln für ein mobileres Hessen mit weniger Verkehr. Und zum Schluss noch eine Zugabe für die SPD, da das ja gestern angekündigt wurde von ihrem Fraktionsvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel, der gesagt hat, schön, dass wir mehr Geld für Busse und Bahnen und für die Bestellungen in die Hand nehmen, aber bei der Infrastruktur würde es haken. Ich wiederhole auch das gerne noch einmal. Unter diesem Verkehrsminister und dieser Landesregierung wird an Gateway Gaydens gearbeitet. Der Ausbau der S6 geht voran. Das Land ist in die Planungsgesellschaft der Regionaltangente West eingestiegen, und die EU übernimmt die Hälfte der Planungskosten. Die drei Abschnitte der nordmainischen S-Bahn sind in der Planfeststellung. Und auch die Strecke Korbach-Frankenberg ist reaktiviert worden, und demnächst wird man da auch einen Stundentakt statt einem Zweistundentakt haben. Die beiden großen Schienenprojekte Hanau-Würzburg-Fulda, Rhein-Main, Rhein-Neckar werden mit einem Dialogverfahren vorangetrieben. All das lag jahrelang brach. Jetzt geht es voran. Ich bin gespannt, ob die SPD außer Lobesworten noch etwas, einfällt vor dem Hintergrund der guten Nachrichten. Danke, Frau Müller. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Frankenberger gemeldet. Die Kollegin Müller hat ja eben gesagt, die SPD könnte auch einmal loben. Uns ist ja nicht verborgen geblieben, dass die GRÜNEN und insbesondere der zuständige Minister für den Verkehr
großen Wert darauf legt, hier im Landtag Anerkennung zu finden und gelobt zu werden. Das ist so, das ist schon aufgefallen, ne? Und wenn die Opposition ihn nicht gelobt hat, dann hat das immer die schwarz-grüne Koalition hier gemacht. Wir kennen ja alle noch diese unzähligen Jubelanträge, die Schwarz-Grün bisher gestellt hat. In der Regel sollte dann der Landtag begrüßen, dass die Landesregierung ihre Arbeit getan hat. Das Ergebnis war dann meistens nicht so berauschend, aber das konnte man aushalten, getreu dem Grundsatz, schwarz-grüne Mehrheiten ersetzen ja bekanntlich inhaltliche Argumente, meine Damen und Herren. Und ich bin ja ein bisschen milder gestimmt als bei dem vorigen Tagesordnungspunkt, auch wenn bei dem Antrag von Schwarz-Grün schon erkennbar ist, dem Bedürfnis nach Lob und Anerkennung des Ministers will man auch hiermit ankommen, will man auch hiermit befriedigend. Aber weil wir uns in der Sache mit den GRÜNEN und mit dem Minister für einen leistungsfähigen ÖPNV in Hessen einig sind, kommen wir auch hier dem Bedürfnis nach Anerkennung gern nach. Es ist schön, dass es hier geklappt hat und dass die Finanzierung des ÖPNV über die Verbünde in Hessen bis 2021 gesichert ist. Das ist ein toller Erfolg für den ÖPNV in Hessen, meine Damen und Herren. Und ich glaube, an dieser Stelle kann man der Landesregierung sagen, da hat sie ihre Arbeit ordentlich gemacht. Aber zur Wahrheit gehört auch an diesem Ergebnis, da war ja nicht nur die Landesregierung, da waren auch die Verbünde und da waren auch die kommunalen Vertreter mit beteiligt. Wir haben es hier also mit einem klassischen Gemeinschaftswerk zu tun. Und wie gesagt, das Ergebnis kann sich auch erst einmal sehen lassen. Aber es ist ja schon ein bemerkenswerter Vorgang, dass sich die GRÜNEN, es ist ja wohl der Setzpunkt der GRÜNEN, hier dafür feiern lassen, dass sie nach 3 Jahren in der Regierung endlich ein vor der Landtagswahl gegebenes Versprechen einlösen, nämlich mit originären Landesmitteln, wie es in anderen Bundesländern längst Praxis ist, in unserem Bundesland auch den ÖPNV zu unterstützen. Und die Kollegin Müller hat Angela Merkel bemüht. In Abwandlung sage ich immer, was sie gelernt hat, ist ja in der Politik, muss man sozusagen alles oftmals wiederholen, bis es auch ankommt. Frau Kollegin Müller, Sie haben sich an das Sprichwort erinnert, was man versprochen hat, muss man auch halten. Nach 3 Jahren haben Sie das endlich eingelöst. Das ist auch gut so. Oder aber andersrum, nachdem wir die GRÜNEN 3 Jahre lang an ihr Versprechen erinnert haben und die originären Landesmittel eingefordert haben, gibt es jetzt wieder Landesmittel für die ÖPNV. Je nach Betrachtungsweise, wir freuen uns darüber. Aber bei aller Freude muss man doch mit den Fakten ein Stück differenzierter umgehen als die Regierungskoalitionen. Nun muss man schon allein, um den aufkommenden Übermut ein bisschen zu dämpfen, darauf hinweisen, dass diese Rekordsumme für den ÖPNV in Hessen im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass der Bund mehr Regionalisierungsmittel zur Verfügung stellt. Und an dem Ergebnis, da haben nicht nur Schwarz-Grün in Hessen, da haben 16 Bundesländer ihren Anteil, aber auch die vielen Bundestagsabgeordneten, egal ob Rot, Schwarz, Grün, die haben hier alle in einem Gemeinschaftswerk kräftig mitgeholfen, dass das so passiert ist. Hätten Sie ja auch mal aufschreiben können, aber davon lese ich in Ihrem Antrag nichts. Denn wenn man lobt, dann sollen auch alle Beteiligten gelobt werden. Deswegen lobe ich jetzt besonders die kommunale Familie. Mit den zusätzlichen Mitteln aus dem KFA gibt sie insgesamt fast 6-mal so viel für den hessischen ÖPNV wie das Land Hessen, meine Damen und Herren. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, wenn man sich hier so mit Jubelanträgen abfeiern lässt. Denn der Landesanteil bei dem ÖPNV macht gerade einmal bei der Finanzierung 3% aus. Das ist gemessen an der Nullfinanzierung, die vorher da war, ist da schon was. Aber es ist natürlich kein Grund, sich selbstzufrieden zurückzulehnen. Denn diese sogenannte Rekordsumme dient erst einmal dazu, die Kollegin Müller hat darauf hingewiesen, Löcher zu stopfen und drohende Abbestellungen zu vermeiden. Wenn, meine Damen und Herren, wenn die Argumente ausgehen, dann bemüht ja ab und zu immer die rot-grünen Zeiten, die ja schon lange vorbei sind hier in Hessen, und sozusagen dann von den eigenen schwachen Argumenten abzulenken. Ich will das jetzt auch einmal tun, nämlich die rot-grünen Zeiten bemühen. Unter einer sozialdemokratisch geführten Landesregierung ging es dem ÖPNV
in Hessen besser. Das ist eine erste Feststellung. Denn wir haben mit den GRÜNEN dafür gesorgt, dass die Investitionen in neue Busse und Bahnen vom Land Hessen bezuschusst wurden. Unter Schwarz-Gelb wurde diese Fahrzeugförderung abgeschafft, und bei Schwarz-Grün ist es leider dabei geblieben. Ich will mal hier, weil mich das im Moment sehr beschäftigt, ein Beispiel aus meiner Heimatstadt Kassel nennen. Hier ist die örtliche Nahverkehrsgesellschaft zu schmerzlichen Maßnahmen gezwungen, weil sie bei den notwendigen Investitionen in neue Fahrzeuge von dieser Landesregierung alleingelassen wurde. Diese Investitionen schlagen pro Jahr mit mehreren Millionen Euro zu Buche. Und, meine Damen und Herren, die Verkehrsgesellschaft in Kassel ist sicherlich kein Einzelfall. Die Gesellschaften vor Ort brauchen aus Sicherheits- und Umweltgründen Top-Fahrzeuge. Nur so kann der ÖPNV attraktiv bleiben. Und, meine Damen und Herren von Schwarz-Grün, das Landesprogramm zur Anschaffung von Elektrobussen ist hier dann noch nicht einmal der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Und hier hat Schwarz-Grün noch einiges zu erledigen. Die Geschäftsführer der Verbünde weisen immer wieder zu Recht darauf hin, dass es in Hessen erhebliche Mängel in der Verkehrsinfrastruktur gibt. Dadurch sind Verspätungen, nicht zu haltende Anschlüsse und Ausfälle an der Tagesordnung. Jemand wie ich, der Vielnutzer der S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet ist, könnte Ihnen da einige Geschichten erzählen. Damit sich hier grundlegend etwas ändert, wird dann auch diese Rekordsumme von Mitteln für den ÖPNV nicht ausreichend sein. Denn neben viel Geld braucht man in Hessen auch eine Vorstellung davon, wie man die verkehrlichen Herausforderungen der Zukunft bewältigen will. Und diese Herausforderungen sind unterschiedlich. Um die Lebensqualität im ländlichen Raum zu erhalten, benötigt man dort in erster Linie eine intakte Verkehrsinfrastruktur. Und es gilt, die Vernetzung von Individualverkehr und ÖPNV optimal zu gestalten. Ziel muss es doch sein, dass die Ballungsräume nicht den Individualverkehr ersticken und die Menschen im ländlichen Raum, wenn sie ortsnah keine Arbeitsstelle finden, möglichst stressfrei ihren Arbeitsplatz erreichen können und nicht das Lied vom Tunnel im Riederwald singen müssen. Es muss hier um einen Ausgleich gehen zwischen dem Ballungsraum und dem ländlichen Raum, meine Damen und Herren. Aber das muss ich jetzt einmal so sagen. Wir Sozialdemokraten haben nicht den Eindruck, dass der ländliche Raum sozusagen eine Herzensangelegenheit der GRÜNEN ist, sondern ich habe schon den Eindruck, dass die GRÜNEN da eher ein bisschen großstädtisch geprägt sind. Insgesamt haben die Menschen also ein immer stärker werdendes Bedürfnis nach Mobilität. Und wie werden wir diesem Bedürfnis in den nächsten Jahren nachkommen? Das ist die entscheidende Frage. Jedenfalls nicht so, dass wir Staus, Verspätungen, verpasste Anschlüsse, Ausfälle bei Bus und Bahnen als gegeben hinnehmen müssen. Der Kollege Frömmrich, ich verfolge ja immer seine Reden sehr aufmerksam, würde an diesem Punkt jetzt immer sagen, wir sind da am Arbeiten und wir sind auf einem guten Weg. Wir wären ja froh, wenn Sie uns an diesem Weg einmal teilhaben lassen würden, meine Damen und Herren von Schwarz-Grün. Wir können da diesen guten Weg noch nicht so richtig erkennen. Vielleicht geben Sie uns einmal ein bisschen Nachhilfe, anstatt nur immer welche Maßnahmen aufzuzählen, die bei den Menschen in Hessen aber letztendlich nichts an der Situation verändern. Wir hatten gestern eine Debatte, das war bei der Staatsbürgerschaft. Da wurde gesagt, wir können im Landtag noch so viel beschließen. Entscheidend ist doch, was bei den Menschen draußen im Land für ein Empfinden vorherrscht und was da ankommt. Das ist bei den verkehrlichen Problemen genauso. Sie können noch so oft beschließen, Rekordsumme unter Schwarz-Grün für den ÖPNV, für die Infrastruktur. Fragen Sie einmal die Menschen draußen, wie die das empfinden, die im Stau stehen, die bei der S-Bahn die Verspätung hinnehmen müssen. Die haben ein ganz anderes Empfinden. Die haben das Empfinden, dass Schwarz-Grün hier ihrer Hausaufgabe und ihrer Verantwortung nicht gerecht wird. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Frankenberger. Ja, ich komme zum Schluss. Lassen Sie mich zum Schluss dann noch auf das Schülerticket eingehen. Auch da, wir unterstützen grundsätzlich dieses Vorhaben. Aber letztendlich muss doch für alle Beteiligten auch endlich einmal klar sein, unter welchen Bedingungen dieses Schülerticket eingeführt wird. Wir verstehen ja,
dass endlich 2 Jahre vor der Landtagswahl ein Projekt installiert werden soll, das man endlich mit einem grünen Minister verbinden kann. Aber es gibt noch keine Vereinbarung mit den Verbünden, mit der kommunalen Familie. Und, meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir wissen doch alle, dass die genannte Summe von 20 Millionen Euro jährlicher Zuschussbedarf recht großzügig gerechnet ist. Und ich will mich mal so ausdrücken, nicht nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht und Sorgfalt in die Welt gesetzt wurde. Moment bitte. Herr Frankenberger, Sie müssen zum Schluss kommen. Aber das wird jetzt abgezogen. Aber, danke schön, Herr Minister, ich hoffe, dass dann im Februar ein vernünftiges, akzeptables Ergebnis vorgelegt wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Frankenberger. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Lenders gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, mit dem Loben von Staatsminister Al-Wazir, das hat sich dann immer so etwas. Ich habe es ja gerne auch mal beim Haushalt gemacht, dann hat er es kaum zur Kenntnis genommen. Weil es da bei Ryanair gemacht hat, weil ich fest davon überzeugt bin, dass er gar nicht hat handeln, anders hat handeln können. Ich ihm dafür gelobt habe, für das, was er gemacht hat, war es ihm fast unangenehm. Na ja, jetzt eben hatten wir es, dann war es jetzt durch dann mal mit dem Loben. Aber auch an dieser Stelle kann ich dann so sagen, das Ergebnis, was jetzt vorliegt, was die Finanzierung des ÖPNV anbelangt, was die Dynamisierung anbelangt, da kann man durchaus zufrieden sein. Im Koalitionsvertrag hatte die Landesregierung noch 2,5 eingeräumt. Und wenn man sieht, dass man von 1,5 kommt, dann ist eine Dynamisierung von 1,8 durchaus ein beachtliches Ergebnis. Und die Verbünde scheinen ja dann auch mit der Finanzierung so klarzukommen. Wichtig an dieser Stelle ist auch, dass es gelungen ist, dass die Trassenpreise an der Dynamisierung angepasst worden sind, dass es also gleich ein Gleichklang ist. Die Trassenpreise sind nun auch festgelegt auf 1,8. Also von daher sehe ich dann jetzt auch erstmal keine Gefahr mehr, dass dann irgendwo die Kosten dann auseinanderlaufen. Anders sehe ich das dann schon ein bisschen bei den Energiekosten, so wie das da eingepreist worden ist. Auch die Stelle der Energiekosten setzt voraus, dass die Energie so günstig bleibt, wie sie im Moment ist. Meine Damen und Herren, das kann auch alles ganz anders ausgehen. Und dann wird es bei den Verbünden deutlich wieder enger. Aber warum lobt sich nun die Landesregierung so überschwänglich dafür, hier wieder erneut mit einem Antrag? Frau Müller, auch dieses Jahr, aber an der Stelle könnten wir sagen, alle Jahre wieder. Das ist, ob das nur 1,5 oder 2,5, wenn da 1,8 bei rauskommt, wer sich da jetzt nur wirklich durchgesetzt hat, naja, das ist dann jetzt noch nicht so ganz klar. Aber bei der Vereinbarung mit den Verbünden, Frau Müller, ich glaube, da sind wir uns einig. Da hätte man, es hat sehr lange gedauert und das ist auch sehr bedauerlich. Ich glaube, das sehen wir beide durchaus gemeinsam so. Und meine Damen und Herren, Frau Müller, es reicht aber dann auch an der Stelle auch nicht aus, immer nur zu sagen, ÖPNV findet nur auf der Schiene statt. Es gibt den schienengebundenen ÖPNV, das ist schon richtig. Aber, meine Damen und Herren, ÖPNV findet eben auch auf der Straße statt. Und da gibt es eben dann einen deutlichen Unterschied, den der Kollege Frankenberger klar gemacht hat. Das ist nämlich die Frage, wir müssen beim ÖPNV differenzieren zwischen dem im Ballungsraum und dem im ländlichen Raum. Und diese Differenzierung findet bei dieser Landesregierung leider viel zu wenig statt. Ich würde es mir wünschen, dass die Kompetenzen, die z.B. beim NVV liegen, was die Versorgung vom ländlichen Raum anbelangt, pragmatische Lösungen, wo der NVV breites Wissen hat, dass man die stärker mit einbezieht und dass man aktiv auf Lösungen hinzugeht, wie man sozusagen den letzten Kilometer vernünftig dann auch darstellen kann. Meine Damen und Herren, Hessen besteht eben nicht nur aus Frankfurt und Offenbach. Es ist eben auch der Odenwald, es ist der Vogelsberg, es ist der Hohe Meißner, es ist der Landkreis Fulda.
Meine Damen und Herren, was die Finanzierung anbelangt und die Tatsache, dass wir jetzt eigene Landesmittel im Haushalt wiederfinden, 3% ist mehr als null. Das ist in Ordnung. Es hat 3 Jahre gedauert, ist auch okay. Aber die Frage, die sich mir schon stellt und die wir sicherlich auch einmal ergründen müssten, sind das jetzt Mittel, die aus den GVFG-Mitteln kommen, oder kommen sie tatsächlich aus dem Landeshaushalt? In Ihrem Koalitionsvertrag hatten Sie es zumindest einmal so vereinbart. Herr Kaufmann, vielleicht haben Sie die Gelegenheit, mir das einmal zu erklären. Nur wenn das so ist, dass die Mittel aus den GVFG-Mitteln kommen, dann ist das eigentlich Geld, das sowieso der kommunalen Familie zugestanden hätte. Dann sind das eben keine echten Landesmittel. Aber das können wir sicherlich erklären, ist mir nur aufgefallen. Aber bei all der Freude über das viele neue Geld, wer sich nicht freuen wird, das sind die Fahrgäste. Beim RMV sind die Fahrgäste nun auch wieder gestiegen. Das ist auch ein Ausdruck dessen, dass man sicherlich auch zulasten der Nutzer hier den ÖPNV weiter verteuert wird. Das geht einher mit Qualitätsangeboten. Auch darüber müssen wir uns unterhalten. Wenn das Ziel wirklich ist, der GRÜNEN immer mehr Fahrgäste auf den ÖPNV zu bekommen, weg vom Individualverkehr, müssen wir uns darüber unterhalten, wie können wir die Qualität beim ÖPNV verstärken. Dazu gehört die Pünktlichkeit. Dazu gehört dann sicherlich auch, wie sind die Fahrzeuge ausgestattet? Gibt es dort eine Klimaanlage oder nicht? Meine Damen und Herren, das ist ein großes Ärgernis, nicht nur für Pendler, aber vor allen Dingen für die Arbeitgeber, wenn ihre Mitarbeiter auf den ÖPNV angewiesen sind und die S-Bahn nicht fährt und Mitarbeiter einfach zu spät zur Arbeit kommen. Das ist schlichterweg ein Ärgernis. Es wird meistens an den Mitarbeitern dann ausgelassen, aber ursächlich ist tatsächlich dann der ÖPNV und dass wir die Qualität nicht wirklich sicherstellen können. Wie sieht es mit den Strukturen aus? Es ist eigenes Landesgeld zur Verfügung gestellt worden, aber man hat eben nicht tatsächlich einmal die Strukturen bei den Verbünden hinterfragt. Wir hatten es seinerzeit mit einem Gutachten auch schon einmal abgefragt, Gutachten, die der RMV selber in Auftrag gegeben hat. Nur wissen wir heute, dass die Landesregierung eigene Gutachten in Auftrag gegeben hat. Das wäre vielleicht auch einmal etwas, Herr Al-Wazir, was Sie uns als Fraktion zur Verfügung stellen könnten, um einmal zu sehen, ob aus unserer Sicht wirklich die Strukturen optimal angepasst worden sind oder ob wir quasi das System einfach nur mit Geld zuschütten, ohne die Frage zu stellen, gibt es auch Einsparpotenziale. Meine Damen und Herren, ich habe es eben erwähnt, wir sind der Glaube oder wir haben die Einstellung, dass man auf der einen Seite das Holm besser mit einbeziehen muss, was gerade die Frage anbelangt, wie sieht die Verkehrslösung in den nächsten Jahrzehnten aus. Ich glaube, die wissenschaftliche Kompetenz, die beim Holm vorhanden ist, könnten wir viel stärker nutzen. Dazu hatten wir Ihnen einen Haushaltsantrag gestellt, der bei Ihnen auf wenig Gegenliebe gestoßen ist. Ich frage mich manchmal, warum eigentlich bei Ihnen als GRÜNE so ein tiefsitzendes Misstrauen da beim Holm da abzulesen ist. Ich verstehe das nicht so ganz. Das Holm könnte auf der einen Seite hervorragend eine wissenschaftliche Begleitung machen, auch was den ÖPNV im ländlichen Raum anbelangt, getragen parallel davon z.B. zu einem Kompetenzzentrum, was beim NVV angesiedelt werden kann, um Mobilitätskonzepte für den ländlichen Raum möglich zu machen. Meine Damen und Herren, das Know-how, das hier bei den Verbünden ist, müssen wir nur abrufen. Zum Schluss noch zu dem Schülerticket, das Sie ja groß und breit verkündet haben. Ja, der Kollege Frankenberger hat die 20 Millionen € erwähnt. Ich glaube auch, das ist eher eine sehr vorsichtige Planung gewesen. Und die Antwort, was dann passiert, wenn das Geld nicht ausreicht, Herr Al-Wazir, die sind Sie schuldig geblieben. Wenn die 20 Millionen € dann aufgebraucht sind, haben Sie gesagt, ja, dann müssen wir mal neu verhandeln. Die Schätzungen sind aber eher von Seiten der Verbünde, Kosten liegen irgendwo zwischen 30 und 35 Millionen €. Also, wenn das das Delta ist, da frage ich mich, da ist keine Kleinigkeit, über die Sie nachverhandeln, da können Sie fast einen Nachtragshaushalt dafür erstellen, meine Damen und Herren. Das müssen Sie dann schon einmal erklären, wie Sie, weil wir hatten es ja abgefragt,
wenn Sie nicht sagen können, uns als Fraktion sagen können, mit welchen Mehrkosten Sie tatsächlich rechnen. Sie sind sozusagen auf dem Blindflug. Und dann legen Sie das auf 20 Millionen € fest, wo die Experten Ihnen sagen, es sind 30 bis 35 Millionen €. Meine Damen und Herren, ja, Herr Kaufmann, zum Beispiel der NVV. Dann fragen Sie den NVV. Also, wenn Sie mir das hier wieder unterstellen, ich hätte mich nicht erkundig gemacht. Herr Kaufmann, lesen bildet. Ja, Herr Kaufmann, ich will, dafür war es jetzt eigentlich zu friedlich, als dass ich Ihnen jetzt hier die passende Antwort darauf geben will. Und ich will mich einfach da auch nicht drüber aufregen. Aber Herr Kaufmann, dass die Landesregierung ein Stück weit hier im Blindflug ist, was das Schülerticket kostet, das können Sie gar nicht wegdiskutieren. Dafür hat mir die Landesregierung viel zu klar die Antwort bzw. eine nicht klare Antwort auf unsere Anfragen gegeben. Meine Damen und Herren, es ist auch noch eine Frage, die übrig bleibt, was das Schülerticket anbelangt. Es wird jetzt das E-Ticket eingeführt werden müssen beim NVV. Da wird der NVV auch Rundkosten haben von rund 1 Million €. Die Frage ist, wer trägt eigentlich diese Lasten? Ich glaube nur nicht, dass es nachher dazu kommen kann, dass Schwarz-Grün das Schülerticket mit viel Brumbaborium nachher verkauft, aber die Verbünde nachher auf den Kosten sitzen bleiben sollen. Das kann es nicht sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön, Herr Lenders. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Caspar das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der öffentliche Personennahverkehr ist in Hessen heute schon gut aufgestellt, und er wird in Zukunft noch besser aufgestellt. Rahmendaten finanzieller Art sind jetzt für die nächsten Jahre vereinbart. Auch die Oppositionsfraktionen, soweit sie bisher gesprochen haben, haben ja durchaus gesagt, dass sie den Fortschritt und die Entwicklung sehen. Dafür herzlichen Dank für diese Anerkennung. Diese Vereinbarung ist ja auch nicht von der Landesregierung alleine getroffen worden, sondern mit der kommunalen Seite, mit den Verbünden, die natürlich zu Recht ihre Interessen, aber auch die Fahrgäste primär zu vertreten haben, weil sie kennen natürlich die Bedürfnisse der Fahrgäste und schaffen ein adäquates Angebot, was in Hessen besonders wichtig ist. Wir haben gerade beim vorherigen Punkt über die Autobahnen gesprochen. Und natürlich gibt es da einen Zusammenhang, den ja auch die Kollegin Karin Müller hier schon einmal verdeutlicht hat, dass Verkehr, Mobilität insbesondere in den Ballungsräumen nur dann funktioniert, wenn eben alle Verkehrsmittel gut ausgebaut werden und entwickelt werden. Und das nehmen wir uns vor, und daran arbeiten wir. Und diese neue Vereinbarung ist wirklich eine epochale Veränderung zugunsten der Verkehrsbeziehungen innerhalb Hessens im Bereich des ÖPNV. Wir haben aber eben nicht nur in dem Ballungsraum die Situation, dass das Angebot verbessert und ausgebaut werden soll, sondern für uns ist es auch wichtig, dass im ländlichen Raum die Verkehrstakte bestehen bleiben können, dass sie entwickelt werden können. Aber auch hier wird es darum gehen, ob man mit vielleicht alternativen Fahrzeugen bis runter zu Ruftaxen Mobilität im ländlichen Raum herstellt, aber gleichwohl angepasst an den jeweiligen Verkehrsbedarf sich aufstellt. Das ist nun Sache der Verkehrsverbünde, und die Weiterentwicklung ist sinnvoll. Und Herr Kollege Lenders, wenn Sie sagen, ja, der NVV wird jetzt demnächst das E-Ticket einführen, dann sehe ich darin keinen Nachteil. Und auf Dauer ist das auch kein Thema der Mehrkosten. Die Einführung mag mehr kosten, aber auf Dauer ist es, glaube ich, eher ein Beitrag, ÖPNV effizienter zu machen, einfacher zu machen und auch eine größere Akzeptanzschwelle oder Akzeptanz der Menschen zu erreichen durch eine geringere Schwelle. Wenn Sie in vielen Städten unterwegs sind im Ausland, dann ist es schon lange so, dass Sie eine entsprechende Karte haben und einfach ein Fahrzeug betreten können oder verlassen können. Und Sie bekommen dann entsprechende Abrechnungen.
Auch hier, glaube ich, können die Verbünde noch einiges tun, und sie werden auch einiges tun. Sie machen das nur dann, wenn sie auch gewisse Klarheiten haben. Wie geht es die nächsten Jahre weiter? Welche Budgets werden sie haben? Und genau deswegen war es ja notwendig und sinnvoll, dass man eben eine mehrjährige Vereinbarung getroffen hat, damit sie Planungshorizonte haben, damit sie jetzt auch Innovationen und neue Dinge angehen können. Und sie werden das machen, und das ist gut für Hessen, und das ist gut für die Menschen, die sich in Hessen mit dem ÖPNV bewegen. Es ist aber auch gut für die Menschen, die den ÖPNV nicht benutzen, weil jeder, der den ÖPNV nutzt, natürlich anderen Raum frei macht für andere, die z.B. nicht die Möglichkeit haben, den ÖPNV zu nutzen. Also es gibt immer einen unmittelbaren Zusammenhang, den wir hier im Blick haben müssen und der wichtig für die Entwicklung in Hessen ist. Meine Damen und Herren, wir haben auch ein anderes Thema, das wir im Koalitionsvertrag bereits den Menschen versprochen haben, erfüllt, nämlich das Thema Schülerinnen- und Schülerticket, was übrigens nicht nur ein Ticket für Schülerinnen und Schüler ist, sondern auch für Auszubildende. Das ist uns besonders wichtig gewesen, denn die sind es ja, die oft das Problem haben, dass sie sich eben, je nachdem, welche Ausbildung sie durchlaufen, welche Berufsschule sie aufsuchen müssen, sich eben oft nicht in ihrer Stadt nur oder in ihrem Kreis bewegen können, sondern die, um die entsprechende Berufsschule zu besuchen, kreisübergreifend, kreisgrenzenübergreifend unterwegs sein müssen und die heute Jahresbeträge für solche Tickets zahlen müssen, die sich teilweise über 1.000 € bewegen. Und für die ist das natürlich ein ganz erheblicher Vorteil, wenn in Zukunft das Ticket nur 365 € im Jahr kostet. Man kann also daran sehen, dass es eine Verbesserung ist. Wir haben auch die Situation, dass die Alternative zu den bisherigen Lösungen, die, wie gesagt, immer sehr stark an den Kreisgrenzen orientiert sind, natürlich den Jugendlichen und jungen Menschen entgegenkommen. Denn die bewegen sich eben heute nicht nur in bestimmten politischen Grenzen, die vorgegeben sind, sondern sie bewegen sich in einer Region. Sie besuchen Nachbarstädte, sie haben Freunde im Landkreis, sie haben Freunde in Städten, sie bewegen sich gern dazwischen. Und junge Menschen sind auch heute eigenständiger und selbstständiger. Und das begrüßen wir auch. Und wenn man eigenständig und selbstständig ist, dann ist natürlich die Möglichkeit, mit dem ÖPNV zu tragbaren Kosten sich zu bewegen, etwas, was für junge Menschen gut ist und was sie motiviert, was ihnen Eigenständigkeit und Selbstständigkeit gibt, was sie stärkt. Es ist insoweit auch für die jungen Menschen in unserem Land gut. Und die jungen Menschen in unserem Land wissen uns als Koalitionsfraktionen in diesem Anliegen an der Seite. Es wird natürlich einige Zeit dauern, bis jeder junge Mensch davon Kenntnis hat. Und da werden wir alle einen Beitrag leisten müssen. Und damit komme ich auch zu der Frage, was wird es dann kosten? Es ist natürlich mit den Prognosen immer das Problem, weil, da sie sich mit der Zukunft beschäftigen, exakt zu sagen, was denn auf uns zukommen wird. Und deswegen gibt es natürlich mehrere Szenarien, und diese Szenarien sind sehr wohl wissenschaftlich ermittelt. Und bei diesen Szenarien gehen wir davon aus, dass es in einer absehbaren Zeit noch einen Bedarf von 20 Millionen € geben wird. Aber wir wissen natürlich, wir können das nicht definitiv sagen. Es hängt eben sehr stark davon ab, in welchem Maße finden wir aufgrund dieses attraktiven Schülertickets zusätzliche Nutzer und zusätzliche Käufer. Wenn wir diese finden, dann habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass wir uns in diesem Rahmen bewegen werden. Aber auch hier, wenn es anders wäre, dann werden wir selbstverständlich die kommunale Seite und die Verbände und Verbünde nicht im Stich lassen, sondern mit ihnen dann gemeinschaftlich auch zu einer vernünftigen Regelung kommen.
Es ist eben vorgesehen, dieses Schülerticket nach 3 Jahren zu evaluieren. Und im Rahmen dessen wird man natürlich genau feststellen können, wie hat sich das finanziell ausgewirkt, welche Auswirkungen hat es, wo müssen wir vielleicht nachsteuern. Das ist selbstverständlich, aber das gilt für alles, was man an Innovativen und an Gutem auf den Weg bringt. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben den ÖPNV für die nächsten Jahre hier in Hessen mit diesen Maßnahmen hervorragend aufgestellt. Ich würde mich daher freuen, wenn die Oppositionsfraktionen, die ja vieles gelobt haben, dann auch konsequenterweise unseren Antrag mit unterstützen würden. Vielen Dank. Danke, Herr Paspa. Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich der Vorsitzenden Frau Wissler das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit vielen Jahren haben die hessischen Landesregierungen Bundesmittel für den öffentlichen Nahverkehr lediglich weitergereicht. Eine Mitfinanzierung durch das Land gab es schon lange nicht mehr, und auch unter Schwarz-Grün gab es das nicht, bis die Kommunen eine Unterstützung des ÖPNV durch das Land im März dieses Jahres massiv eingefordert haben. Herr Minister, deshalb das Lob vorweg. Auch wir haben in den letzten Jahren ja immer eingefordert, dass das Land, den Bund und die Kommunen den öffentlichen Personennahverkehr nicht alleine bezahlen lassen dürfen, sondern das Land muss eigene Mittel dazu beisteuern. Das tun Sie jetzt. Das ist gut, und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber, und das gehört natürlich auch zur Wahrheit, damit schließen Sie vor allem Lücken, die jetzt entstanden sind. Es ist kein großer Schritt nach vorne jetzt in Richtung Ausbau des ÖPNV-Angebotes. Um das vielleicht mal ein Stück weit auch das Verhältnis zu visualisieren, Herr Minister, Ihre Pressestelle hat ja eine Grafik verschickt mit den Finanzierungsbeiträgen, das kann man hier sehen, von Bund, Kommunen und Land Hessen. Ich weiß nicht, ob Sie es in den hinteren Reihen noch sehen können. Der Balken für das Land Hessen, da braucht man eigentlich eine Lupe, um den zu sehen. Das heißt also, der Anteil des Landes ist natürlich verschwindend gering angesichts der anderen Finanzierung. Aber es gibt überhaupt originäre Landesmittel. Wie gesagt, das ist ein Schritt nach vorne. Es ist gut, wenn das bisherige Angebot jetzt gesichert ist. Es ist auch zu begrüßen, wenn ein paar S-Bahn-Züge mehr fahren, wenn eine Buslinie ein bisschen häufiger fährt. Aber es ist natürlich Symptomlinderung. Die Probleme und die Herausforderungen, vor denen wir eigentlich stehen, wenn wir über Verkehrswende reden, sind natürlich viel größer. Um Menschen zum Umsteigen auf den ÖPNV zu bewegen, braucht es ein deutlich besseres Angebot. Bessere Reisezeiten, Barrierefreiheit, ganz wichtig bei den Bahnen und den Bahnhöfen, verlässliche und flexible Taktangebote, eine verlässliche Bedienung zu jeder Tages- und Wochenzeit. Wer mit dem Auto konkurrieren will, der muss auch Sitzplätze sicherstellen. Der braucht erhebliche Investitionen in Angebotsausbau, Kapazitätserhöhung in den Ballungsgebieten und Aufbau eines verlässlichen Mobilitätsangebots auf dem Land. Und Busse im 2-Stunden-Takt sind das nicht. Der ÖPNV auf dem Land ist kein attraktives Angebot, aber während die Busse und Bahnen im Ballungsraum beinahe aus allen Nähten platzen und überhaupt keine Wachstumskapazitäten mehr haben. Dabei bräuchten wir dringend viel mehr Umsteiger vom Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel, nicht nur zur Vermeidung eines Verkehrsinfarkts, worüber wir ja auch eben gesprochen haben, sondern auch um die international vereinbarten Klimaschutzziele auch nur annähernd einhalten zu können. Und wir wissen, dass natürlich für die Einhaltung der Klimaschutzziele, aber auch für die Energiewende, das Ansetzen an Verkehr elementar ist, weil natürlich der Schadstoffausstoß, aber auch der Verbrauch von Energie und der Beitrag zur Klimaerwärmung des Verkehrs ein ganz immenser ist. Zur Erreichung des 2-Grad-Ziels, also der Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad, musste der Individualverkehr ab sofort um etwa 10% pro Jahrzehnt auf den öffentlichen Verkehr verlagert werden. Und für das 1,5-Grad-Ziel, das ja in Paris vereinbart wurde, müsste diese Verlagerung noch deutlich
größer ausfallen. Und ja, das ist nicht kostenneutral zu haben. Das kostet Geld. Und das ist dann immer der Augenblick, wo sich ja, die Krämerseelen von CDU und GRÜNEN zu Wort melden und fragen, wer soll das bezahlen? Es ist doch kein Geld da, so das Argument. Aber erstens sollten auch die Haushälter von CDU und GRÜNEN gelernt haben, dass sich Investitionen in den Klimaschutz, in die Verkehrswende lohnen. Und da bleiben sie, hat das später Reparaturkosten in vielfacher Höhe zur Folge, wenn sich überhaupt etwas reparieren lässt. Und zweitens, das ist ja leider ein Dauerthema, ist der die knappen Finanzen sind selbst gemacht. Mit dem Modell schlanker Staat lassen sich keine Zukunftsinvestitionen in eine nachhaltige Mobilität tätigen. Was Sie machen, ist eine Vervielfältigung und Verlagerung von Schulden auf die kommende Generation. Deswegen sagen wir, wir brauchen eine Verkehrswende. Und dazu muss Land und Bund auch Geld in die Hand nehmen, um den öffentlichen Verkehr zu stärken. Genauso wichtig wie die ökologischen Aspekte sind die sozialen, meine Damen und Herren. Der ÖPNV muss die Freiheit der Menschen gewährleisten, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, flexibel, verlässlich und unabhängig vom Geldbeutel. Auch das gehört zur gesellschaftlichen Teilhabe. Und das gilt auch für das Schülerticket, was natürlich ein Fortschritt ist im Vergleich zu jetzt. Aber ich will darauf hinweisen, dass es für Schülerinnen und Schüler, die im Hartz-IV-Bezug sind, 365 € immer noch ein Problem sind. Und deshalb sagen wir, unterstützen wir die Forderung und die Petition für ein kostenloses Schülerticket. Das muss drin sein in einem so reichen Land. Jeder muss sich Mobilität leisten können, aber die Fahrscheine in Hessen sind viel zu teuer. Die alljährlichen Preiserhöhungen des RMV und den anderen hessischen Verkehrsverbünden sind unverhältnismäßig. Sie liegen jährlich deutlich über der allgemeinen Inflationsrate und werden damit effektiv immer teurer. Gleichzeitig wurde das Angebot vielerorts schlechter, auch durch immer neue Ausschreibungen und Vergaben an private Bus- und Bahnunternehmen. Darunter leidet oftmals der Komfort des Wagenmaterials, das Platzangebot. Vor allem aber leiden darunter die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im ÖPNV, insbesondere der Busfahrerinnen und Busfahrer. Unbezahlte Pausen, gestückelte Schichten, niedrige Löhne sind an der Tagesordnung. Wir brauchen angemessene Löhne und gute Arbeitsbedingungen für die Busfahrerinnen und Busfahrer, um ihrer selbst willen, aber auch, weil durch Stress und Überlastung die Sicherheit gefährdet ist, meine Damen und Herren. Wir müssen uns fragen, wie können wir endlich deutlich mehr in den ÖPNV investieren und gleichzeitig die Preise erheblich senken. Und im Kreis Groß-Begerau hat ja nach der Kommunalwahl im vergangenen Frühjahr eine rot-rot-grüne Koalition die Arbeit aufgenommen und ein großes Ziel vereinbart, nämlich einen Modellversuch für den fahrscheinlosen Nahverkehr. Und das ist keine Träumerei. Es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, den ÖPNV als gesellschaftliche Grundaufgabe anzusehen, die auch von allen finanziert werden sollte und nicht in erster Linie von den Nutzerinnen und Nutzern. Die Angebote nutzen als Erschließung allen, vergleichbar mit Straßen und Wegen. Sie schonen Umwelt und Klima, reduzieren Lärm und Flächenverbrauch. Daher müssen wir neben den Steuergeldern, die heute schon fließen, auch über neue Wege der Finanzierung von ÖPNV nachdenken und z.B. den Kommunen die Möglichkeit geben, eine Nahverkehrsabgabe für Unternehmen zu erheben. Da gab es ganz unterschiedliche Ansätze, wie man das machen kann. Die Abgabe ließe sich auch sozial staffeln, von allen Einwohnern zu erheben, in Form dieses oft diskutierten Bürgertickets, das z.B. dann 10 bis 20 € im Monat kosten könnte, oder der ÖPNV, da könnten Gewerbetreibende daran beteiligt werden, dass ihre Beschäftigten und Kunden sie besser erreichen, dass sie weniger Parkplätze und Filialen benötigen, oder eine Kombination aus unterschiedlichen Baustellen. So könnte man mehr Geld für den ÖPNV einnehmen, den ÖPNV deutlich ausbauen und die Fahrpreise trotzdem senken. In Frankreich, meine Damen und Herren, gibt es seit Jahrzehnten eine Transportsteuer, die Unternehmen ab 10 Beschäftigte an die Kommune abführen müssen. Das sorgt für wesentlich günstigere Busse und Bahnen im ganzen Land.
In rund 20 französischen Nahverkehrsbünden sind Busse und Bahnen bereits kostenlos für alle Nutzerinnen und Nutzer, meine Damen und Herren. Und die Idee von Nulltarif und Nahverkehrsabgaben wird ja auch immer offener diskutiert, auch von Verkehrsunternehmen selbst, die dringend neue Finanzierungsmöglichkeiten suchen. Klar ist aber auch, dass solche Mehreinnahmen den Fahrgästen zugutekommen müssen in Form einer deutlichen Angebotsverbesserung und sinkenden Fahrpreisen und eben möglichst perspektivisch auch einem Nulltarif. Dann könnten wir sehr viel mehr tun, als den Mangel zu verwalten. Dann könnten wir den öffentlichen Nahverkehr auf völlig neue Füße stellen und ernst machen mit der Verkehrswende. Wir brauchen sie schnell, um das Klima zu retten und um eine soziale Mobilität für alle zu gewährleisten. Diese grundlegende Verkehrswende ist nötig. Und da reicht es nicht, da ist es gut, aber es reicht einfach nicht aus, sich für ein paar Bahnen mehr zu feiern. Vielen Dank. Das Wort hat der Herr Verkehrsminister Al-Wazir. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bus und Bahn leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Klimaschutz. Sie sind übrigens auch unverzichtbarer Bestandteil der Energiewende. Ein leistungsfähiger öffentlicher Personennahverkehr ist ein wichtiger Faktor für den Wirtschaftsstandort Hessen. Der RMV beispielsweise befördert jeden Werktag 2,5 Millionen Fahrgäste, viele davon Pendler. Wir haben ja beim letzten Streik der GDL gesehen, dass die Staustunden im Rhein-Main-Gebiet am stärksten in ganz Deutschland angestiegen sind. Das heißt, auch diejenigen, die passionierte Autofahrer sind, müssten die größten Freunde des öffentlichen Personennahverkehrs sein. Weil nur wenn der öffentliche Personennahverkehr leistungsfähig ist, können wir im Ballungsraum Mobilität überhaupt noch gewährleisten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen wollen wir als Landesregierung unseren Beitrag für einen funktionierenden, für einen leistungsfähigen ÖPNV bieten. Wir sorgen für eine bessere Finanzierungsgrundlage. Wir unterstützen die Planung, den Bau und den Ausbau von S-Bahn-Strecken im Rhein-Main-Gebiet, obwohl das natürlich nicht die Landesregierung selbst tut. Aber man kann da durchaus ein bisschen Dampf machen, wenn ich das einmal so sagen darf. Bei Nordmainischer S-Bahn, beim viergleisigen Ausbau der S6 nach Friedberg, bei Gateway Gardens und so weiter. Wir legen die Grundlage für die Einführung eines Schülertickets für ganz Hessen. Wir investieren in die Reaktivierung auch von stillgelegten Strecken. Das ist mit das Komplizierteste, was man als Vorhaben haben kann. Aber auch an diesem Punkt will ich sagen, auch das gehört dazu. Und wir unterstützen die E-Mobilität im ÖPNV. Ich will das ausdrücklich sagen. Es besteht dort Handlungsbedarf auch für den Klimaschutz. Seit 2007 stagnieren die Treibhausgasemissionen im Verkehr. In den anderen Sektoren gehen sie zurück. Das heißt, wir müssen auch an diesem Punkt etwas tun. Wir fördern daher beispielsweise den Ausbau und die Sanierung von Straßenbahnen in Darmstadt und Frankfurt. Wir haben auch grundsätzlich gesagt, dass wir, auch wenn eine weitere große Stadt in Hessen ein Projekt jetzt Citybahn nennen möchte, das Land grundsätzlich unterstützend bereitsteht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Kollege Frankenberger, Stichwort Fahrzeugfinanzierung. Ab 2017 fördern wir die Mehrkosten von E-Bussen, und zwar mit 40% und auch die entsprechende Ladeinfrastruktur. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Wiedereinstieg in die Fahrzeugförderung, allerdings nur im innovativen Bereich, da, wo wir am Ende die Mehrkosten haben. Ich hoffe, dass auch da viele davon Gebrauch machen. Und in diesem Zusammenhang will ich einmal sagen, Elektromobilität ist kein neues Thema. Die elektrische Straßenbahn fährt in Darmstadt seit 1897 und in Kassel seit 1898. Aber der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, besteht nicht nur aus Infrastruktur, auch der Betrieb muss bezahlt werden. Ich will das einmal ausdrücklich sagen. Die Finanzierungsvereinbarungen mit den Verkehrsverbünden sind eine sehr solide Basis.
um den ÖPNV in den nächsten 5 Jahren nicht nur auf dem hohen Niveau zu halten, sondern auch notwendige Ausweitungen vorzunehmen. Und an dieser Stelle, ich habe es einmal so gesagt, alle Oppositionsfraktionen haben ja getreu dem Motto, manchmal haben sie sogar wirklich gelobt. Bei Uwe Frankenberger will ich es einmal sagen, der Südhesse sagt da nicht geschimpft, ist Lob genug. Das war quasi geradezu eine Liebeserklärung, was ich da vernommen habe von Seiten der sozialdemokratischen Fraktion. Aber ich will das noch einmal ausdrücklich sagen. Wir haben absehbaren Mehrbedarf. Wir haben absehbaren Mehrbedarf. Wir haben absehbaren Mehrbedarf im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main wegen des Bevölkerungszuwachses. Und wir haben, so verrückt das klingt, auch absehbaren Mehrbedarf da, wo die Bevölkerung zurückgeht, weil da nämlich die Fahrgeldeinnahmen wiederum zurückgehen. Und diese absehbaren Mehrbedarfe sind jetzt gedeckt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist einfach eine gute Nachricht für Hessen und für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und wir reden auch über die Ausweitung des Angebots. Und das sind mehr, Frau Kollegin Wissler, als ein paar Busse. Sondern wenn wir beispielsweise in den ländlichen Raum schauen, wenn wir uns im NVV-Bereich betrachten, was dort passiert, da gibt es bisher Schienenstrecken, die haben manchmal aus technischen Gründen einen 2-Stunden-Takt, manchmal aber auch aus Gründen sozusagen des mangelnden Geldes. Und wir streben an, das ist mit dem NVV so besprochen, dass wir langfristig dort einen Stundentakt als Mindeststandard auf den Schienenstrecken realisieren. Im Ballungsraum sieht das Ganze ganz anders aus. Da geht es um Langzüge, da geht es um zusätzliche Relationen, da geht es um mehr Verkehrsangebot am Wochenende, und zwar sowohl in der Schienenbereich als auch im Busbereich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und mit den Finanzierungsvereinbarungen, um das noch einmal zu sagen, erhalten die Verkehrsverbünde insgesamt in Hessen in der Laufzeit von 5 Jahren, von 2017 bis 2021, 4 Milliarden €. Das sind ca. 800 Millionen € im Jahr. Und das ist gegenüber dem letzten 5-Jahres-Vertrag, Laufzeit 2010 bis 2014, eine Steigerung von 24%. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hätte vor 3 Jahren nicht gedacht, dass wir das hinbekommen. Und ich will an dieser Stelle Danke sagen allen, die daran mitgewirkt haben. Voraussetzung war die Erhöhung der Regionalisierungsmittel des Bundes. Da wurden 3 zentrale Erfolge errungen. Und da geht es nicht nur um die absolute Summe. Es gibt noch 2 andere Erfolge. Das erste war, die absolute Summe wurde aufgestockt für Hessen, 45 Millionen € pro Jahr mehr. Aber ganz wichtig, ab 2017 gibt es eine jährliche Steigerung, zugesagt bis 2031, von 1,8%. Das ist viel wert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der dritte große Erfolg ist, dass wir den Bund abgepresst haben, anders kann man es nicht nennen, dass er in den Eisenbahngesetzen sagt, dass die Trassen- und Stationspreise der bundeseigenen DB nicht mehr als 1,8% pro Jahr steigen dürfen. Weil in der Vergangenheit war es so, dass die Steigerungen sozusagen auf der einen Seite sofort wieder bei der bundeseigenen DB gelandet sind. Und das kann so jetzt nicht mehr passieren, weil auch das gedeckelt ist. Das sind die 3 großen Erfolge, was den Bund angeht. Und wir leiten diese Mittel komplett weiter an die Verkehrsverbünde, die damit in den nächsten 5 Jahren über 3,1 Milliarden € erhalten. Und das reicht nicht aus, obwohl es mehr ist, wegen des wachsenden Bedarfs, wegen der nötigen Angebotsausweitungen, aber auch wegen der Sicherungen, die wir da, wo sich Bevölkerungsstruktur verändert, einbauen müssen. Und deswegen haben wir gemeinsam mit den Kommunen und den Verkehrsverbünden einen Weg gefunden, um 230 Millionen € zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Und deswegen erstmals seit mehr als 15 Jahren, und das ist ein Riesenerfolg, ja, wir haben auch sehr deutlich klargemacht, dass der Löwenanteil aus den Regionalisierungsmitteln kommt. Aber dass aus dem Landeshaushalt wieder Geld kommt, erstmals seit 15 Jahren, ist ein großer Erfolg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sind unter dem Strich 124 Millionen €, mit denen sich das Land in den nächsten Jahren an der Finanzierung des ÖPNV beteiligt. Und die Kommunen, da bin ich sehr dankbar für, beteiligen sich in der anstehenden Finanzierungsperiode insgesamt mit einem Zusatzbeitrag
von 105 Millionen € zusätzlich aus dem kommunalen Finanzausgleich. Ich bin froh, dass es gelungen ist, gemeinsam eine tragfähige Lösung zu entwickeln und dass am Ende auch ganz wichtig die drei Verbünde sich auch einig waren über die Aufteilung des Geldes. Kundige wissen, dass das viel Arbeit war, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und letzter Punkt, Schülerticket. Ja, wir sind jetzt kurz davor, dass wir das umsetzen können. Wir sind noch nicht mit allen Regelungen, die wir dazu brauchen, am Ende. Wir brauchen noch die Aufsichtsratsbeschlüsse der Verbünde. Wir müssen noch ein paar Bedingungen schaffen mit den Verkehrsverbünden, mit den lokalen Nahverkehrsorganisationen, mit den Schulträgern. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das gelingt, ab dem nächsten Schuljahr den ÖPNV für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende noch attraktiver zu machen. Das Ziel ist ein hessenweites Schülerticket als Jahreskarte für den Preis von 365 €, was in ganz Hessen gilt und dann umgerechnet für 1 € am Tag hessenweite Mobilität sichert. Wenn uns das gelingt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wäre das ein wirklicher Meilenstein für die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen. Das Schülerticket ist die Antwort auf die Lebenswelt und die Mobilitätsbedürfnisse heutiger Jugendlicher. Und nicht zu vergessen, es ist auch ein Beitrag, um Familien von Mobilitätskosten zu entlasten und das Angebot an dieser Stelle auch auszuweiten, weil die kreisübergreifende, die stadtgrenzenübergreifende Mobilität ist für heutige Jugendliche und ganz besonders für die Auszubildenden absolute Normalität. Wir glauben, dass an dieser Stelle ein solches Angebot einen wirklichen Fortschritt bedeuten würde. Und mal so ganz nebenbei, auch für diesen Bereich stellt das Land pro Schuljahr 20 Millionen € zur Verfügung. Damit wollen wir den dreijährigen Probebetrieb starten. Und ich hoffe, dass Sie uns alle dabei unterstützen, weil wir glauben, dass das am Ende etwas ist, wo alle sagen, dass sie immer schon dafür gewesen sind. Und dann freuen wir uns. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Damit liegen keine Wortmeldungen mehr vor, und wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Tagesordnungspunkt 22, dem Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, GRÜNE. Wer ist dagegen? Sucht ihr was aus? Okay. Wer enthält sich der Stimme? Das sind die übrigen Fraktionen des Hauses. Damit ist mit Stimmen der CDU und der GRÜNEN dieser Antrag angenommen.